Ja, ein herzliches Grüß Gott aus Österreich, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute wieder sehr auf den heutigen Abend mit Ihnen. Ich habe den Titel hier auf dieser Folie schon etwas umgeschrieben. Da müsste heute eher Positionstrading, denn Swing Trading heißen. Denn ich möchte heute eine, ja, neue Leidenschaft nächstes Mal, beziehungsweise meine neue längerfristigere Strategie vorstellen. Das wird der Hauptteil sein und im zweiten Teil freue ich mich auf meinen heutigen Gast Christian Schneider. Christian wird uns ein paar sehr einleuchtende Einblicke geben, warum die Plattformen von Via Self-Invest neben dem legendären Kundenservice so schlagkräftige Argumente sind für diesen Broker. Am Ende der heutigen Session will ich natürlich auch wieder eventuelle Live-Signale für morgen vorstellen und auch umsetzen, wenn sie denn da sind. Sowohl was das bisherige Swing Trading als auch das heute neu vorgestellte Positionstrading angeht. Fragen im Chat sind natürlich jederzeit willkommen. Sehen kann nur ich sie. Beantworten werde ich sie dann natürlich für jeden, beziehungsweise an Herrn Schneider auch weiterleiten, damit der dann darauf eingeht. Sollte ich zu Fragen nicht sofort Stellung nehmen, dann mache ich das am Ende der Sitzung wie gewohnt. Es wird auch immer wie immer auch eine Aufzeichnung dieses Webinars geben. Das finden Sie in unserem YouTube-Kanal. Ich stelle den Link dazu soeben in den Chat ein. Da ist auch das Webinar von letzter Woche schon zu finden. Ja, der bisherige Fokus, wie erwähnt, auf diese Webinare beziehungsweise lag bei Swing Trading mit Aktien auf Tageschartbasis. Grob gesagt versuche ich dabei einfach in Korrekturen möglichst günstig einzusteigen, um von einem zu ja, erwartenden neuen Swing in die übergeordnete Trendrichtung möglichst frühzeitig zu profitieren. Das ganze Regelwerk dazu, das ja spätestens nach dem Einstieg absolut starr ist, habe ich in folgenden Artikel versucht, hoffentlich nachvollziehbar niederzuschreiben. Auch diesen Link finden Sie jetzt wieder im Chat. Da ist eigentlich alles gesagt, was es zum Theorieteil des Swing Tradings, was ich dazu zu sagen habe. Und was ich Ihnen heute zeigen möchte, ist dieser Vorgehensweise sehr, sehr ähnlich, nur ja praktisch in einen längerfristigen Zeitrahmen gehoben. Weil, ja, man wird ja nicht jünger und ganz im Sinne einer, ich nenne es mal, vernünftigen Alters- und Familienplanung, denke ich auch immer öfter an längerfristige Investments. Gut, was jetzt für mich langfristig ist, ja, ist richtigen Investoren wohl nur ein müdes Lächeln wert, aber Haltedauer von mehreren Wochen bis zu wenigen Monaten ist für mich als eingefleischter Day- und Swing-Trader doch etwas noch sehr Ungewohntes, was ein bisschen Überwindung auch erfordert noch. Aber dieser Aspekt wird 2015 sicher zu einer meiner großen Baustellen. Im Blick habe ich dabei Aktien, die eine sichtbare Stärke bzw. eine sichtbare Schwäche aufweisen. Das heißt, Stärke möchte ich, wird gekauft und Schwäche wird verkauft. Es zeigt sich ja doch immer wieder, bzw. hat sich auch in allen Untersuchungen gezeigt, dass sich relative Stärke einer Aktie gegenüber dem Gesamtmarkt auch noch wahrscheinlicher fortsetzt, als plötzlich umkehrt. Und auf diese rein schon statistisch vernünftige Ansicht, wollen wir uns da berufen, will ich mich da berufen, denn man soll jeden Vorteil nutzen, den man greifbar werden kann. Weiters liebäugle ich diesmal mit positiver Pyramidisierung. Das heißt, ich fange mit kleinen Positionen an und baue diese bei, ja, wenn ein neues Setup sympathisch ist und die Position eigentlich immer noch läuft, hole ich mir eine weitere Position dazu. Das heißt, ich vergrößere die Positionen, Gesamtposition so lange, wie mir ein Trend eben zusagt. Das genaue Risiko- und Money-Management ist hier jetzt noch nicht in Blei gegossen, es ist noch eine größere Unbekannte. Da bin ich ja, wie einige hier wissen, die das schon länger verfolgen, eigentlich ein Fan von sehr, sehr engen Stops, die eigentlich vielen viel zu eng erscheinen. Und jetzt bei dieser Strategie, bei dieser längerfristigen Strategie, muss ich mir da schon sehr auf die Finger hauen, um den Aktien ja genügend Luft zum Atmen zu lassen. Und die zweite große Änderung ist, von meinen geliebten Kurszielen muss ich mich dabei auch verabschieden, denn es sollen ja schließlich Trends, so geduldig es geht, bis zum Ende geritten werden. In
Frage: Für diese Art des Tradings kommt eigentlich alles, aber eigentlich primär Aktien. Und da ist es diesmal angenehmerweise egal, ob Blue Chips oder Nebenwerte. Da wir nämlich jetzt nicht mehr so kurzfristig handeln, ist der Spread und die Liquidität eher nebensächlich geworden. Genauso wie die Orderkosten und die Finanzierungskosten, falls man CFDs handelt. Das sind alles keine so besonders entscheidenden Faktoren mehr. Wobei man natürlich trotzdem so effizient wie möglich handeln sollte und diese Parameter nicht völlig außer Acht lassen darf. Da auch durchaus eine ziemliche, ja, Handvoll von Aktien, ein, zwei Dutzend gleichzeitig im Portfolio sein können, und das über einen längeren Zeitraum, ist es da ratsam, denn nicht nur ratsam, eigentlich Pflicht, auf sektorale und nationale Diversifikation zu achten. Das heißt, da jetzt nicht in vier deutschen Banktiteln gleichzeitig short gehen, sondern wenn es unbedingt Finanztitel sein müssen, dann wenigstens auf Deutschland, Spanien, USA etc. aufteilen. Aber am besten gleich nur auf ein, zwei Finanztitel stützen und den Rest in andere Branchen auslagern. Das hängt dann davon ab, wie viele Signale sich zeigen, wie viele Positionen schon im Depot sind etc. pp. Aber ich setze trotzdem hin und wieder, glaube ich, ganz gerne kleine Schwerpunkte, je nachdem, welche Länder oder Branchen gerade besonders im Fokus stehen, auch in den Medien, was heißt positiv und negativ. Ich sage immer auch negativ, weil natürlich werden wir auch Abwärtstrends handeln, wir werden auch Short gehen, also ich gehe hier auch Short, aber die Long-Positionen sollten langfristig deutlich in der Mehrheit sein, ist ja schließlich, ja, wie soll ich sagen, unbestreitbarer Fakt, dass Aufwärtstrends einfach länger andauern und häufiger auftreten als Abwärtsphasen. Ja, soll ich sagen, Neuheit für mich ist, die auch wieder einen Reiz ausmacht, dass Fundamentaldaten nicht länger ignoriert werden können. So grenze ich einerseits den Kreis der in Frage kommenden Trading-Kandidaten ein. Zum anderen ist es für mich immer wichtig, logisch verstehen zu können, warum ich etwas handle, wie ich etwas handle. Und da ist es eigentlich unabdingbar auf Sicht von, sagen wir jetzt mal, den nächsten 6 Monaten. Kann ich keine Aktie shorten, nur weil diese in einem Abwärtstrend ist, charttechnisch gesehen. Da aber einen glänzenden Unternehmensbericht nach dem anderen vorliegt, mit ständig steigenden Gewinnen, da ist es also wichtig, ist für mich einfach nur ein simpler Mix aus Chart und Fundamentaltechnik. Ich gehe jetzt nicht in die Tiefe, was die Unternehmensdaten angeht, ich sehe mir nur drei, vier Kernaspekte an und die findet man ja mittlerweile schon in vielen Scannern und Plattformen aufbereitet. Zum charttechnischen Aspekt, da ist es mir auch wichtig, unkompliziert scannen zu können, und bevor ich da jetzt manuell jede Aktie überfliegen muss am Wochenende, da ziehe ich doch ganz gerne die Kennzahl relative Stärke nach Levi heran, kurz RSL. Der besagt, erkläre ich das am besten, ja, jeder Wert über 1 zeigt, dass die Aktie stärker notiert als in der Vergangenheit. Werte kleiner 1 signalisieren eben eine Schwächephase. Das ist eben natürlich abhängig von der Periode, von der gewählten. Standardmäßig gilt da der Blick 27 Perioden in die Vergangenheit. Das heißt, wenn wir jetzt den Wochenchart am Wochenende betrachten und wir haben einen Wert von größer als 1, dann heißt das nichts anderes, als dass die Aktie jetzt stärker notiert als vor 27 Wochen. Als kurzfristige Ergänzung kommen auch Periode 9 oder 18 in Frage. Das ist das Vielfache von 9 gerechnet. Von weiteren Indikatoren halte ich da bisher gar nichts. Der Rest, also das Feintuning erfolgt dann einfach mittels visueller Einschätzung der Wochen- und Monatscharts. Dabei kann ich mich einfach auf die wirklich einfachsten, klarsten Trends konzentrieren, da ja diese Masse von den Kandidaten, die wir zur Verfügung haben bei den Einzeltiteln, immer irgendwelche klaren Bullen und Bären auswerfen. Ja, hier auf der Folie habe ich auch noch die 52 Wochen hoch aufgeschrieben, ist auch einfach zu scannen und auch absolut logisch und nachvollziehbar. Ist jetzt kein heiliger Gral oder so, es geht nur darum, dass wir vorhandene Werkzeuge nutzen, um für uns das Maximum rauszuholen. Ja, nach dem charttechnischen Scan sehe ich mir auch die Fundamentaldaten meiner Kandidaten an. Dabei hat für mich der Gewinn pro Aktie Priorität.
ist einfach, soweit ich weiß, eine sehr beliebte Benchmark und auch einfach auszulesen und auszuwerten. Von daher hat dieser Wert für mich Priorität beim raschen Überfliegen. Dann kommen auch noch Cashflow in Frage, der Kursumsatzverhältnis oder der Buchwert. Ich bin jetzt nicht so der Fundamentaltechniker, wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich reiner Charttechniker bin. Und da liegt für mich auch das Schwergewicht. Aber wie erwähnt, ich werde und will keine Aktie shorten, deren Zahlen völlig gesund und vielversprechend aussehen. Wie kommt man zu diesen Zahlen? Da gibt es diverse Seiten. Mir gefällt sehr gut die Aufbereitung in Guidance. Zeig das hier mal kurz. So. Also, ich habe hier eine Kursliste angelegt, zum Beispiel, das ist jetzt der DAX. Und hier sieht man schon rechts unten automatisch der Gewinn je Aktie in den letzten Jahren. Und wenn ich hier eben neue Aktie anklicke, werden mir sofort die aktuellsten Zahlen ausgewiesen. Und so sehe ich mir eben dann am Wochenende die in Frage kommenden Kandidaten, die charttechnischen Kandidaten, auch noch kurz auf Fundamentaldaten an, kann hier wechseln zum Cashflow pro Aktie, kann hier wechseln zu Kursumsatzverhältnis, also der Fundamentalanalyse sind ja auch keine Grenzen gesetzt. Für mich wichtig, wie erwähnt, ist eben der Gewinn pro je Aktie. So. Also für die Fundamentaldaten wird ja Guidance genutzt. Der Tradingplan ist eigentlich auch ein ganz einfacher, wie alles bei mir immer möglichst einfach und logisch sein soll. Da, wie schon erwähnt, die Liste meiner Tradingkandidaten erstelle ich immer nur am Wochenende. Da habe ich Zeit, da habe ich die Muße, da habe ich keine Hektik. Das ist wieder eine sehr bequeme Art des Tradens. Nach den Handelstagen selbst, Montag bis Freitag, scanne ich nur noch, welche dieser am Wochenende herausgefundenen Kandidaten auf Tageschartbasis nun ein neues Einstiegssignal liefern könnte oder eben tatsächlich liefert. Ganz wichtig ist mir, ich möchte den Kursen nicht hinterherlaufen. Daher ist eine Konsolidierung Voraussetzung für einen Einstieg. Wiewohl es hier jetzt auf diesem Zeitraum schon auch vorkommt, dass ich einfach neue Hochs kaufe, weil es einfach Unsinn wäre, dieses unter Anführungszeichen Nachlaufen bei dieser Strategie nicht anzuwenden, weil eben neue Hochs hier prozyklisch extrem gerne gekauft werden von institutionellen etc. Hedgefonds und so weiter. Von daher muss man hier auch mal nachspringen. Aber wichtig ist eben, hier meine ich mit der Konsolidierung nicht unbedingt, dass die Kurse günstiger geworden sind, sondern dass einfach eine Konsolidierung sichtbar ist. Das heißt, dass sich ein klarer Widerstand oder eine klare Unterstützung abzeichnet, ab denen ich dann auch wieder meine Stop-Orders legen kann, meine Entry-Orders. Hin und wieder, und das kennt auch der ein oder andere Stammzuhörer, genügen mir aber auch schon sehr kleine Gewinnmitnahmen, und zwar wenn der Trend extrem steil ist. Es hat sich einfach gezeigt, dass man in solchen Momenten richtig steiler Kursverfalle oder Rallyes selten Gelegenheit erhält, eine tagelange Gegenbewegung abwarten zu können, sondern da geht es oft sehr rasch nach ein, zwei Tagen Atempause, geht schon wieder in die Schussrichtung durch. Und auch falls aus diesen ein, zwei Tagen Korrektur doch noch eine größere werden sollte, da helfen uns unsere Stop-Orders immer noch, das ein oder andere zu früh eingestoppt werden zu vermeiden, ist auch wieder der große Vorteil von Stop-Orders gegenüber Limit-Orders. Werde ich dann fündig im Tageschart am Abend nach 17:30 oder nach 22 Uhr, wenn ich alles in Ruhe durchscannen kann, dann platziere ich eine Stop-Buy-Order beziehungsweise eben Stop-Sell-Order für Short-Orders einfach auf jenes Kursniveau, bei dem ich davon ausgehen kann, dass die ursprüngliche Richtung wieder eingeschlagen wird nach der Konsolidierung. Ja, vierter Punkt, ganz wichtig, Stop-Loss ist Pflicht. Den brauche ich einerseits schon mal zum Schadensbegrenzung und andererseits zu meiner Stückzahlenberechnung. Wobei ich mich hier bei dieser Strategie, wie schon erwähnt, sehr dazu zwingen muss, diesen ja nicht zu eng zu setzen, sondern einfach charttechnisch sinnvoll und damit meistens großzügig. Er gibt dann auch kleine Stückzahlen, vor allem auch, weil ich nicht mehr als 0,2% aktuell meines Kapitals riskiere pro Trade.
Dies vor allem auch deshalb, da ja die Positionen, wenn die Richtung stimmt und es mehrere Wochen in eine Richtung tröpfelt, stocke ich diese ja auf, wieder mit jeweils 0,2%. Also ist das schon möglich, dass am Ende eine Position 1 bis 2% Risiko pro Kapital veranschlagt. Das ist einer Grund, warum ich 0,2% wähle, und zudem sind ja viele Positionen simultan möglich und da möchte ich ja das Gesamtrisiko trotzdem überschaubar halten. Da ist eben auch Diversifikation und damit eben viele verschiedene Aktien aus vielen verschiedenen Ländern der Schlüssel zu einer geglätteten Ertragskurve, was ja auch Sinn macht bei einer Strategie, die mir, wie erwähnt, längerfristig dienlich sein soll, ist auch schon ohne enorme Wohlerschwankungen in der Ertragskurve. Hier möchte ich relativ entspannt handeln, ohne Stress, und da ziehe ich eine geglättete Ertragskurve, den Maximalertrag, durchaus vor. Gewinne, ja, werden nur in Ausnahmen realisiert mit Kursziel oder beziehungsweise einen Gewinnmitnahmen. Das mache ich eigentlich bisher gar nicht. Die Regel ist einfach ein charttechnischer Trailingstopp an markanten Hochs und Tiefs. Auch etwas, was langjährige Zuhörer wissen, dass das eigentlich gar nicht mein Ding ist. Ich immer sehr davon abgeraten habe, aber eben nur auf kurzfristigeren Zeitfenstern. Was wir hier jetzt machen, was jetzt über 5, 10, 20, 50, 100 Tage hinausgeht, da macht es wieder Sinn. Da scheint einfach auch ja, der allgemeine Blick zu greifen von vielen, vielen Charttechnikern, die hier den Chart betrachten. Langfristig scheinen hier Trailingstopps, die charttechnisch gesetzt werden, durchaus ihre Berechtigung zu haben. Deshalb handhaben wir das auch so. Eine tatsächlich längerfristige Historie kann ich da jetzt noch nicht herzeigen, da ich mich ja noch nicht so lange mit dieser Strategie beschäftige. Werde jetzt regelmäßig einen Blick zurückwerfen, sowie auf die in Frage kommenden Kandidaten, wo sich heute vielleicht oder hoffentlich heute auch noch welche finden werden. Bis dahin kann ich erstmal nur auf historische Beispiele zurückgreifen. Wieder wäre Patrizia Immobilien aus dem SDAX. Diese Strategie sind Nebenwertindizes sehr ergiebig, weil sich immer Titel finden, die große relative Stärke oder Schwäche aufweisen. Und ich habe mir hier, das werden Sie jetzt wahrscheinlich nur schwerlich sehen können in dieser klein beschrifteten Kursliste, aber das ist die Kursliste des SDAX mit der relative Stärke nach Levy als Scanner-Argument, und ich scanne hier die Wochencharts, und das war Stand Ende Oktober 2013. Also ein Blick in die Vergangenheit. Hier hatte Patrizia Immobilien mit Abstand die größte Stärke aller SDAX-Titel mit 1,09. Ich sehe mir den Wochenchart an und sehe auch einen klaren Aufwärtstrend, der auch gerade scheinbar nach oben hin fortgesetzt wird mit dieser schönen bullischen Wochenkerze, die man hier zuletzt sieht. Das war der Stand Ende Oktober. Was ich dann einfach mache, die Folgetage, ist in den Tageschart rein zu zoomen. Das hier ist der Tageschart mit Ende Oktober. Und was ich jetzt eben mache, ist jeden Tag zu schauen, ergibt sich ein Setup. Wir haben hier noch kein Setup Ende Oktober, wir haben hier ein schönes Doppeltop bei 11 Euro, unter 11 Euro. Und das hier wäre momentan der einzig logische Stop-Buy-Order, die man setzen könnte. Was ich jetzt noch kurz vergessen habe, ist natürlich der Blick auf die Fundamentaldaten. Wir haben charttechnisch einen Long-Kandidaten gefunden. Dann sehe ich mir an, wie Patrizia bei den Fundamentaldaten abschneidet. Und sehe hier rechts unten den Gewinn die Aktie, der seit 2010 beständig am Steigen ist. Der Cashflow pro Aktie ist auch in die Höhe geschossen 2013. Kursumsatzverhältnis. Ja, also mir reicht das schon mal, um zu sehen, Buchwert pro Aktie, auch stabil gleich bleiben. Mir reicht das schon mal, um zu sehen, dass hier keine eklatanten fundamentalen Schwächen vorliegen. Deshalb kann ich jetzt mal diesen Long-Kandidaten durchaus in Erwägung ziehen. Und ich werde jetzt einfach mal bisschen in die Zukunft chippern, ausgehend von Ende Oktober im Tageschart Patrizia.
Und wir sehen hier wieder eine Konsolidierung, die weitergeht. Wir sehen hier eine starke Top-Bildung unter 11 Euro. Und daher ist die einzige Stop-Buy-Order, die ich aktuell setzen könnte, über diesem Hoch. Das heißt, hier würde ich einfach prozyklisch einsteigen wollen. Patricia bricht dann auch über dieses Niveau aus. Und hier hätte meine erste Stop-Order ausgelöst werden können. Meine erste Stop-Buy-Order. Ich lege hier mal einen grünen Pfeil rein. Den Stop-Loss lege ich, wie erwähnt, charttechnisch sinnvoll. Und der wäre hier jetzt für mich unter dem Tief dieser Konsolidierung hier zwischen 10,6 und 10,9. Mit ein bisschen Luft zu atmen, würde ich hier jetzt diese blaue Linie, würde jetzt meinen Stopp kennzeichnen. Der bleibt so lange auf diesem Niveau, bis ich ein neues lokales Tief finde, unter welches ich den Stopp nachziehen kann. So. Wir sehen dann Mitte November einen Rückfall auf das Ausbruchsniveau. Auch nichts Ungewöhnliches bei Ausbrüchen über eklatante Marken. Wir waren hier schon mal früh dabei, ist eigentlich schön gut losgegangen in unsere Richtung. Und die Aktie fällt dann aber auf dieses Niveau um 11 Euro zurück. Und hier haben wir die Wahl, hier jetzt sofort wieder aggressiv aufzubauen, würde ich sagen, über diesen kleinen Zwischenhoch hier um 11,3 Euro. Könnte ich hier erneut eine Stop-Buy-Order legen für die Verdopplung der Position. Gleichzeitig wieder der Stopp nachgezogen auf dieses neue Zwischentief. Schau mal, was sich daraus ergibt. Ja, Order wäre ausgelöst worden. Ist aber eher eine aggressive Stop-Buy-Order. Dann die zweite Variante wäre hier wieder ein neues Hoch abzuwarten. Ja, da schießt die Aktie dann auch tatsächlich wieder auf deutlich neue Hochs. Das wäre auch eine Option gewesen, einfach hier abzuwarten, bis die Aktie hier neue Hochs markiert. Ich mache hier mal einen dritten Pfeil rein. Kann jetzt im Nachhinein nicht sagen, ob ich jetzt beim zweiten grünen Pfeil schon reingegangen wäre, aber wäre das nicht der Fall gewesen, dann hätte ich dieses neue Hoch hier kaufen müssen, Anfang Dezember. Und ziehe den Stopp wieder nach auf das letzte lokale Tief. Wir sind jetzt einen Monat in der ersten ursprünglichen Position und haben eigentlich noch wenig Bewegung gemacht. Das ist völlig konträr zu meinem bisherigen Swing Trading, wo ich spätestens nach 5 Tagen schon wieder raus bin aus der Position. Das vielleicht mal, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie schwierig das für mich auch mental ist, hier einen Monat praktisch keinen Finger zu rühren und keine Fortschritte zu sehen, die Position aber schon zu verdoppeln bzw. zu verdreifachen. Und erst jetzt, Anfang Dezember, geht es richtig schön los. Wir haben wieder eine kleine Konsolidierung bzw. jetzt auch eine größere. Mitte Dezember haben dann hier eine schöne Kaufformation eigentlich. Die könnte man wieder kaufen. Das Hoch hier vom 17. Dezember. Auf jeden Fall wird der Stopp nachgezogen. Aber ich muss gestehen, dass mir nicht sympathisch ist hier, 17. Dezember, das ist knapp vor den Feiertagen, wo wenig los ist, wo viele Fehlsignale entstehen. Wäre jetzt hier suboptimal. Was hier allerdings schön zu sehen ist, ist die Konsolidierung. Jetzt haben wir hier rechts den 2. Januar und mit Jahreswechsel kommt überdurchschnittlich oft wieder sehr starke Wohler rein. Wir haben hier ja einen klaren Widerstand, sowohl horizontal als auch abwärts gerichtet. Und da muss eigentlich eine prozyklische Kauforder wieder liegen. Das ist so einfach wie logisch. Die wäre auch dann sofort ausgelöst worden Anfang Januar. Kann den Stopp wieder nachziehen. Das letzte lokale Tief. Und haben hier dann gleich wieder eine Konsolidierung, wo ich aber jetzt Mitte Januar eher keine Chance zum Wiedereinstieg sehe. Da handelt sich die Aktie mehr oder weniger in Babyschritten nach oben, ohne einen klaren Widerstand auszubilden. Dafür haben unsere Positionen, die jetzt mittlerweile verdreifacht oder sogar schon vervierfacht sind, einen schönen Weg hinter sich. Und dann haben wir eine kleine bullische Flagge und wie schon erwähnt während dem Vortrag, bei richtig steilen Trends hat man oft nicht den Luxus, dass man zuwarten kann, bis sich eine ausgedehnte Gegenbewegung zeigt, sondern da muss man oft sehr
kurz entschlossen zugreifen. Und da, wenn es an diesem Tag kein schöneres Signal gäbe, würde ich diese bullische Flagge wieder kaufen. Ja, hat sich auch schon entwickelt. Mittlerweile ist Patrizia wieder auf diesem Kursniveau angelangt. Ich muss die neuen Stoppniveaus noch einzeichnen. So. Wir sehen Patrizia jetzt in einem schönen Gewinnmitnahmen. Absolut schönen Gewinnmitnahmen, die jetzt idealerweise sogar hier in den nächsten Tagen ein neues Kaufsignal liefern. Das Kaufsignal ist für mich so lange möglich, auch logisch, wie eben der letzte Stopp von 14,6 Euro nicht unterschritten wird. Also wir haben hier einen ursprünglichen Positionaufbau, das erste Signal bei 11 Euro, vor 3 Monaten nicht knapp, und wir haben jetzt den Stopp bei 14,6 Euro, die Position mittlerweile mindestens verdreifacht. Das ist ein Musterbeispiel, wie es gut gegangen wäre. Ich kann natürlich jetzt auch eins zeigen, das sofort ausgestoppt worden wäre, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht mal darum, Ihnen eine Idee dafür zu liefern, wie ich diese Strategie anlege. Und da ist es auch nach dem ersten Positionsaufbau ganz wichtig, ist es jetzt für mich völlig egal, ob eine gewählte Aktie in den nächsten Scans, nächstes Wochenende, übernächstes Wochenende, weiterhin bei den stärksten Aktien, in diesem Fall bei Patrizia, aufscheint. Da geht es mir nur noch darum, ist der Einstieg erstmal gefunden bzw. getätigt worden, konzentriere ich mich nur noch auf das Management dieser laufenden Positionen bzw. den Exit. Da wird dann nicht mehr das Wochenende gescannt, wie sieht es denn mit den Aktien aus, mit denen ich, in denen ich eigentlich schon investiert bin. Das ist für mich dann schon wieder Überoptimierung. Den Einstieg zu finden ist mal, dass man geschafft wurde auf einer vernünftigen Basis, dann kümmere ich mich nur noch um das Exit-Management. So, da haben wir auch schon einige Fragen dazu, den widme ich mich kurz mal. Der Herr Schana war länger nicht mehr dabei, ob das Stop-Loss nicht mehr 0,6-fache ATR und das Take-Profit nicht mehr 1,8-fache ATR ist. Ist es sehr wohl in unserer Swing-Trading-Strategie. Heute zeige ich hier einen Einblick in die Positionstrading-Strategie, die deutlich längerfristig angelegt ist mit deutlich großzügigeren Stops. Und Kursziele machen wir hier überhaupt nicht mehr, sondern nur noch Trailing-Stops. Ob ich die frühere Strategie mit den Fibonaccis zu den Akten gelegt habe, das ist schon sehr, sehr lange zu den Akten. Das ist, glaube ich, schon 1,5 Jahre her, dass wir das letzte Mal mit Fibus gearbeitet haben. Das war damals für jene, die nicht dabei waren, ein Hilfsmittel zur übergeordneten Trendbestimmung für unser Swing Trading, hat aber zu viele gute Signale auch gefiltert. Ist der Einstieg nicht mit dem markttechnischen Ausbruch aus dem Punkt 2 vergleichbar? Ich denke, damit wird hier das erste Signal gemeint. Ganz klar, ist ein ganz einfaches prozyklisches Kaufsignal. Ob das jetzt markttechnisch ist oder charttechnisch oder irgendeinen Systemnamen hat, ist mir völlig Schnuppe. Es geht mir hier nicht darum, irgendwas Neues aus dem Hut zu zaubern, sondern vorhandene Instrumente sinnvoll zu kombinieren, um einfach logisch nachvollziehbare Strategien formen zu können, die nachhaltigen Vorteil bieten gegenüber zufälligen Vorgehensweisen. Wie schon erwähnt, ist das jetzt kein heiliger Gral, der irgendein Blackbox-System ist, sondern ich lege Ihnen hier komplett offen, wie hier jedes Signal zustande kommen wird, auch in Zukunft, und hoffe hier einfach auf spannende Diskussionen auch und wertreiche Entwicklungen. In Guidance gibt es irgendwo einen relativen Stärkemonitor. Ja, der ist aber gebastelt. Das ist der hier. Da kann ich Ihnen einen Link dazu einstellen, wenn Sie denn schon mit Guidance sind. Der Link ist jetzt im Chat zu finden. Ein anderer Zuhörer hat anscheinend Probleme mit den Nebengeräuschen. Ich hoffe mal, dass Sie da der Einzige sind, weil sonst keine diesbezügliche Meldung kam bisher und die Tonqualität im Soundcheck auch sehr gut war. Der relative Stärkeindex ist doch jedes Mal eine Momentaufnahme mit fortschreitendem Chart. Ist Ihre Entscheidung auf RSL-Grundlage auch diesen Moment? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt korrekt verstanden habe, aber die Antwort wäre ein klares Ja. Hier in dieser Kursliste, wie ich sie vorher gescannt habe, sehe ich eben den RSL im Wochenchart von Ende Oktober. Da war er eben extrem stark. Von daher ist diese Aktie in den nächsten 5 Handelstagen, Montag bis Freitag, einer meiner Long-Kandidaten.
Ist sie dann nächstes Wochenende der RSL wieder stark, ist sie weiterhin Long-Kandidat. Ist es dann aber nicht mehr und habe ich bisher keinen Einstieg getätigt, dann wird die Aktie verworfen und aus der Watchlist sozusagen. Ob diese Strategie auch im Candlelock gehandelt wird, noch nicht. Ich habe es aber vor. Für alle, die das noch nicht kennen, im Candlelock diskutieren wir gerne in meinem kleinen Forum die Swing-Trading-Signale und künftig hoffentlich auch weitere. Und eine genaue Beschreibung dieser Positionstrading-Strategie versuche ich noch zu geben. Ich habe heute einen ersten Einblick, der ziemlich den Inhalt von heute widerspiegelt, im CFD-Report gegeben. Und ja, das Webinar wird aufgezeichnet. Den Link dazu stelle ich auch nochmal ein. So. Also einen Artikel zu diesem Positionstraining werde ich auf Pokedil veröffentlichen. Der sollte dann beim nächsten Webinar nächste Woche in 14 Tagen hoffentlich verfügbar sein. Und sonst einfach mich nochmal per E-Mail anschreiben an hinterleiten@pokedil.de. Dann schicke ich mal, was ich aktuell dazu schon mal niedergeschrieben habe. Aber auch Vorsicht, diese Strategie ist noch sehr im Flow, ist noch sehr in der Entwicklung. Es geht mir nur darum, mal zu zeigen, wie die Gedankengänge dabei sind, wie die Vorgehensweise sind, wie sowas weiterentwickelt wird. Und man kann dann auch in einigen Wochen zurückblicken, was wurde verworfen, was wurde verbessert. Ich möchte einfach aufzeigen, welche Wege möglich sind und ob für den einen oder anderen der Zuhörer da was Interessantes und Sinnvolles dabei sein könnte für sein eigenes Trading oder einfach so als Idee im Hinterkopf, was ich vielleicht schon mal verworfen habe. Was nicht funktioniert, brauchen Sie dann auch nicht mehr durchtesten. Das ist eben der Sinn dieser Webinare, um Inputs zu geben, um Feedback zu geben, um einfach Anregungen zu präsentieren. Ja, wegen dem Link zu dem Guidance Desktop, der funktioniert nur, wenn Sie schon bei Guidance registriert sind, dann müsste der klappen. So. Das war mal ein kurzer, knackiger Überblick über diese bisherigen Stand, diese Strategie. Ich hoffe, da war für den einen oder anderen was dabei. Wie schon erwähnt, ist das jetzt nicht irgendwie wahnsinnig originell und neu, sondern es geht einfach darum, aus allen zur Verfügung stehenden Werkzeugen, die Sinn machen, ein stimmiges Rezept zu kreieren. Mir ist es einfach wichtig, dass ich alles zu 100% verstehe, nachvollziehen kann, warum etwas geschieht, warum nicht. Und dass die Parameter stabil und nicht überoptimiert sind. Was haben wir jetzt noch nicht durchgehabt? Das sind ja Vor- und Nachteile, habe ich jetzt noch keine rausgefiltert, aber ich denke, die ergeben sich logischerweise daraus. Vorteile sind, es ist extrem bequem, extrem zeitschonend, nervenschonend. Man kann außerbörslich agieren. Man muss nicht vor dem Schirm sitzen, wenn die Börsen geöffnet sind. Es ist kosteneffizient, da die Erträge, wenn es denn läuft, weitaus größer sind als die durchschnittlichen Verluste, ist es hier jetzt nicht extrem wichtig, die Aktie mit dem engsten Spread und den geringsten Orderkosten zu nehmen. Und Nachteile wiederum sind, ja, wir haben eben keine raschen Gewinnmitnahmen, das heißt, es kann durchaus passieren, dass eine Aktie einen ganzen Monat im Plus notiert, nur um dann doch noch Richtung Stopp zu fallen. Das kommt vor, das gehört dazu. Tut auch wieder nicht so weh, da eben die Positionsgrößen relativ klein sind und von der Mehrheit einfach aufgefangen werden. Und was haben wir sonst noch Nachteile? Ja, fällt mir jetzt eigentlich gar nichts ein auf die Schnelle, außer dass man eben geduldig sein muss. Da sehe ich schon die Fragen, welche Broker zu empfehlen ist. Ja, das sind die Fragen, die ich auch am Ende des Webinars beantworten werde. Da bin ich noch länger online. Und außerdem wird das jetzt ohnehin regelmäßig Thema dieser Webinarreihe. Rest von kleinen, direkten Fragen beantworte ich gleich schriftlich per Chat. Und da ist auch die Frage, bei welchem Broker ich das handle. Das meiste handle ich mit Aktien-CFDs. Und zwar zum Großteil über meinen langjährigen Broker via Self-Invest. Ist auch eine ganz raffinierte Überleitung zu Christian Schneider, der heute Gast bei uns ist. Der Christian wird uns ein paar Einblicke liefern, warum diese eigens selbst kreierten Plattformen von VI Self-Invest so enorm beliebt sind unter den engagierten Tradern. In der Zwischenzeit scanne ich schon mal, welche Live-Signale sich für morgen ergeben könnten.
die wir dann im Anschluss noch durchgehen werden. Und ich verlinke im Chat schon mal zum Steckbrief von VR Silicon West. Denn ganz wichtig, Mitglieder von Brokerdeal.de kriegen da spezielle Vorteile bei jedem Trade, Gutschriften für jeden Trade retour. Das natürlich ohne jegliche Nachteile gegenüber einer direkten Kontoöffnung. Und die Bewertungen echter Trader sind vorzüglich. Da gehört VR Silicon West zu den bestbewertesten Brokern. Christian, ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich muss mal kurz dein Mikro wieder anmachen. Wenn ich dich finde, habe ich es jetzt weggemacht. Toll. So, Teilnehmer. Da haben wir es. Ja, Christian, ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast. Das Mikro ist on, der Bildschirm gehört dir, damit gehört auch die Bühne dir. Ich freue mich drauf. Ja, Michael, vielen herzlichen Dank. Guten Abend an alle Teilnehmer. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Personen mit im Boot sitzen. Ich denke mal, so knapp unter der 100 werden wir wohl sein. Umso besser. Ja, also mein Name ist Christian Schneider. Ich bin seit 10 Jahren bei WH Self Invest und Herr Hinterleitner oder der Michael, wir kennen uns schon ziemlich lange jetzt, hat mir netterweise in etwa 15 bis 20 Minuten Redezeit eingeräumt. Er hat auch netterweise eben schon gesagt, dass er mit seinem langjährigen Broker auch schon mal CFD-Aktien und dergleichen bei uns handelt. Ansonsten hätte ich natürlich die Frage nach der Brokerwahl sehr einfach beantworten können. Spaß beiseite, Sie sollten natürlich bei der Brokerwahl sich auch auf externe Stimmen verlassen, also auch ruhig, wie Herr Hinterleitner oder Michael Hinterleitner sagt, Bewertungen lesen, im Internet lesen, nach der Reputation des Brokers fragen, auch den Kundenservice mal testen, schauen, welche bekannten Trader der Branche mit welchem Broker liiert sind und sich dann so peu à peu in aller Ruhe, und das ist wichtig, in aller Ruhe ein gutes Bild des Unternehmens machen und auch natürlich nach Dingen fragen, die da heißen, wo ist der Broker reguliert, also wo hat er seinen Sitz, wie lange ist er schon dabei, welches Produktpaletten hat er im Angebot und kann ich den Broker auch mal besuchen, sehe ich ihn auf Messen oder sind die nie irgendwo zu finden, immer nur alles online. Also da müssen Sie einfach mal schauen, wie dann nach all diesen Suchkriterien Ihr Bauchgefühl, was das Bauchgefühl Ihnen sagt und dann sich dann vielleicht ein oder zwei bleiben dann übrig und sich dann für einen entscheiden. So, ich habe ja wie gesagt 15 bis 20 Minuten Zeit. Ich will auch nicht zu viel Werbung für unser Unternehmen machen. Wie angesprochen, ist es immer sinnvoll, dann von externer Stelle sich Meinungen geben zu lassen, um eine gute Wahl zu treffen. Ich denke, es ist vielleicht für Sie eher von Interesse, wie ich jetzt einen Bezug zu dem Vortrag von Herrn Hinterleitner herstelle. Also Swing Trading für Berufstätige oder Swing Trading im Allgemeinen ist natürlich ein interessantes Thema. Man muss in der Tat nicht immer nur Daytrading betreiben und mit immensen Orderzahlen pro Tag im schlimmsten Falle daherkommen. Für uns als Broker ist es auch viel, viel wichtiger, dass Sie mit Bedacht und mit Vorsicht und Augenmaß ans dem Trading sich nähern. Und wir wünschen uns, dass Sie vor allen Dingen erfolgreich sind und viele Jahre im Idealfall bei uns bleiben. Die Statistiken sprechen da sehr gute Zahlen bei unseren Kunden. Und da ist es auch von unserer Seite völlig egal, ob Sie einmal in der Woche oder einmal in der Minute handeln. Also Hauptsache, Sie bleiben dabei, haben auch ein bisschen Spaß am Trading, erfassen das auch als eine Art Hobby, intellektuelle Herausforderung auf und so weiter und so fort. Und für das Swing Trading eignen sich in der Tat dann auch CFD-Aktien sehr gut. Hier sollten Sie wissen, dass wir, das gilt für alle unsere Produkte, aber insbesondere natürlich für CFD-Aktien, echte Kurse Ihnen anbieten. Also wir sind eben, wir stellen keine eigenen Kurse, sondern Sie erhalten Kursen von den Börsen,
per Reuters-Feed von den Terminmärkten im Future-Handel oder aus dem Interbankenmarkt. Und diese Kurse können Sie direkt handeln bei uns und wir nehmen dafür eine Gebühr und fertig. Ja, also da wird nicht mit B-Book gearbeitet oder wir stellen uns auch nicht gegen Kunden. Es gibt keine Requotes. All das tun wir nicht. Und bei den Aktien für CFD haben wir, wie gesagt, echte Reuters-Kurse. Das heißt also, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Siemens handeln möchten oder eine Nasdaq-Aktie, eine Yahoo, eine Apple, dann handeln Sie diese zu den echten Kursen dieser Sekunde von den jeweiligen Börsen, also aus der Nasdaq oder aus Frankfurt heraus. Und zu diesen Kursen werden Sie auch abgewickelt. Das können dann Spreads von nur einem Cent sein. Aber wir nehmen dann eine Gebühr und ich habe Ihnen mal für die deutschen Aktien oder europäische Aktien, habe ich Ihnen hier mal ein paar Gebührenbeispiele aufgelistet. Also da fangen wir an bei einer Mindestgebühr von 4,50 Euro plus in etwa ein halbes Promille. Das sind jetzt die europäischen Titel. Und da sehen Sie schon, wenn Sie jetzt zum Beispiel für, sagen wir mal, 9.000 Euro eine Siemens oder eine BASF handeln, wie gesagt, zu einem echten Kurs, nicht zu einem selbstgestellten Preis, dann würde das eine Gebühr von 9,36 Euro ausmachen. Wenn wir mal schauen bei den CFD auf US-Titel, ja, die sind noch ein bisschen günstiger, wenn Sie Blue-Chips handeln vor allen Dingen, dann sehen Sie also schon, dass man hier also beispielsweise 100 Aktien zu einem Wert von 6,80 Dollar nur bei uns handeln kann und das ist dann eine Gebühr, die alle Kosten beinhaltet. Ja. Und es kann natürlich auch sein, dass Sie sagen, ich möchte gerne große Titelhandel in den USA, also Aktien mit einem hohen Stückpreis. Nehmen wir mal an Google oder Apple, ja, dann reichen ja auch 10 oder 25 Aktien und dann sind Sie also mit einer viele tausend Dollar großen Position, sind Sie dann mit unter Umständen ein paar Euro und oder mit ein paar Dollar mit im Spiel. Also das ist sehr, sehr günstig bei uns. Aber ich sage Ihnen nochmal, das Wichtigste ist, dass wir Ihnen echte Kurse anbieten, echte Reuters-Feeds und auch die Order-Abwicklung bei uns sehr, sehr zügig ist. Also sehr schnell und sehr gut in der Order-Exekution, was wiederum damit zu tun hat, dass wir ein reguliertes Unternehmen sind. So, das Zweite, was ich Ihnen für oder aus aktuellem Anlass nochmal zeigen möchte. Also viele von Ihnen kennen unser Angebot ja auch, aber wir haben doch festgestellt, dass unser Devisenhandelsangebot, also das Forex-Angebot, oft so ein bisschen stiefmütterlich aufgefasst wird. Wir haben ein extrem gutes Forex-Angebot und ich möchte Ihnen hier mal den kommissionsbasierten Handel vorstellen, den Sie ab einer Mindesteinlage von 5.000 Euro bei uns erhalten können. Und wenn wir mal schauen, nehmen wir mal diese Positionsgröße von 10.000, also Minilots hier in dem Fall, dann sehen Sie schon, dass Sie also mit 40 Dollar Cent eine Position eröffnen können, also eine Gebühr von 40 Cent, Dollar Cent, gerechnet auf eine 10.000er Vertragsgröße, plus dann ein Spread ab 0,1 Pips. Ja, und da sehen Sie auch schon, wenn Sie das mal hochrechnen, das ist also wirklich zu vernachlässigen. Die Gebühren, die sind unter ferner Liefen, also lächerlich günstig eigentlich. Und Sie sollten dann auch in diesem Zusammenhang wissen, dass wir einen sehr großen Bankenpool haben und das auch ein Grund ist, warum wir immer Preise bieten und immer Kurse haben und auch immer eine Order ausführen können und auch sehr beständige Spreads haben. Wenn wir also sagen ab 0,1, dann heißt das nicht, dass Sie mal 0,1, 0,2, 0,3 kriegen und den Rest von der Zeit irgendwelche haarsträubenden, spread-erweiterten Angebote, sondern Sie werden sehr beständige Spreads haben, irgendwo zwischen 0,1 und 0,5 plus diese Gebühr. Ja, das wollte ich also gerne nochmal erwähnen. Und das Letzte, was ich Ihnen zeigen wollte, bevor ich dann einen Blick in die Plattform werfe mit Ihnen, das sind hier auf der Homepage, ich gehe nochmal zurück, hier die Neuigkeiten, die Sie hier oben links finden. Und wenn Sie da draufklicken, sehen Sie, dass wir also im wöchentlichen, wenn nicht monatlichen Rhythmus Neuigkeiten in unserem Angebot haben. Dazu gehört zum Beispiel hier unten im August 2014 das Tool Group Trading, was ich Ihnen gleich zeigen werde.
werde. Dazu gehört aber auch, dass wir Screener und Scanner etabliert haben in der Future Station, dass wir den kommissionsbasierten Forex-Handel nochmal hervorheben ab einer Mindesteinlage von 5.000 Euro, dass wir Expertenmeinungen anbieten, ja, also wo also große professionelle Analysten ihre Meinung zu bestimmten Produkten kundtun, und die können Sie bei uns dann beziehen, einfach indem Sie sich unter diesem Link anmelden, zum Beispiel zu Öl, Gold oder auch Devisenwaren. Und die letzte Neuigkeit, also gerade brandaktuell, dass wir auch eine MetaTrader 4 mobile Lösung eingeführt haben. Das wurde sehr viel nachgefragt, und diesem Wunsch der Kunden sind wir jetzt auch nachgekommen. So, ich würde jetzt vorschlagen, da ich natürlich wie auch Michael ein bisschen darauf angewiesen bin, dass Sie mir Feedback geben, ich würde vorschlagen, dass ich einmal in die Runde frage, ob Sie mich nach wie vor gut hören und gut sehen können und ob ich eventuell ein bisschen langsamer sprechen soll, bevor ich dann einen Blick auf das sogenannte Group Trading Angebot werfe. Vielleicht können Sie kurz Feedback geben im Chat. Michael, ist das möglich? Ja, ich sehe es. Es scheint alles bestens. Ich höre dich auch sehr gut, und die Geschwindigkeit finde ich auch ideal. Gut. Und die Fragen der Kunden oder der Teilnehmer im Chat, kann ich die jetzt gleich sehen? Nee, die sehe nur ich. Ich habe die jetzt so gut es geht schon privat beantwortet, schriftlich. Öffentlich wird gerade gefragt, und das ist auch noch wichtig, ob bei euch die Abgeltungssteuer automatisch abgeführt wird. Okay, kann ich gerne beantworten. Also, Sie müssen sich vorstellen, wir sind ein deutsches Unternehmen, also wir sind reguliert über die Niederlassung Frankfurt, somit halt über die, unter anderem über die BaFin, ja. Und wenn Sie uns Geld überweisen, dann haben wir zwei Einlagensicherungen für Sie, einmal über die Postbank und einmal über die englischen Depotbanken. Aber da das Depot in England geführt wird, wird keine Abgeltungssteuer automatisch abgeführt. Sie erhalten von uns aber als Kunde kostenlos am Ende des Jahres eine sogenannte Erträgnisübersicht, also wo eine Übersicht, Gewinn- und Verlustübersicht, die Sie dann, die kommt auf Briefpapier mit Unterschrift unserer Direktoren, die Sie dann einfach der Jahressteuererklärung beilegen können. Ja? Okay, sehr schön. Damit ist das beantwortet. Und dann wird gefragt, im Zuge des Frankenzunahmes wurden ja bei allen Brokern auch die Margensätze etwas angehoben. Ob ihr vorhabt, diese wieder auch zu senken in absehbarer Zeit? Also da hat die Hoheit der Antwort hat da mein Kollege von der Kundenbetreuung, aber es spricht im Moment nichts dagegen, dass wir die nicht wieder senken. Ob das kommt oder beziehungsweise wann das kommt, weiß ich nicht. Andererseits gibt es natürlich gute Gründe, warum wir diese Margen angehoben haben. Das hat mit großer Volatilität in vielen Produkten zu tun, also vielen Märkten, auch Devisenpaaren. Es hat sicherlich mit dem Schweizer Franken-Tsunami zu tun, wie man das mittlerweile fast überall nennt. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Margin-Anforderungen des Brokers nicht nur zum Schutz des Kunden gedacht sind, sondern auch zum Schutz des Brokers. Ja, wir machen also, ich hole da mal ein bisschen weiter aus, wenn Sie erlauben. Wir machen also oft die Erfahrung, dass Kunden sagen, ja, ich habe da Werbung gesehen, Hebel 1 zu 400, Hebel 1 zu 800 und was es da nicht alles gibt. Ich kann Ihnen sagen, wir haben diesen Tsunami sehr gut überstanden und auch sehr gut gemeistert, wie ich meine. Wir haben extrem viel gutes Feedback von unseren Kunden bekommen. Und ein Grund ist eben, dass wir sagen, also nicht nur in unseren Präsentationen, sondern auch in Einzelgesprächen und auch in den, ich nenne das mal Beratungen, wenn wir also Kunden am Telefon haben, die Fragen haben, dass wir da zu einem kleinen Hebel raten und nicht zu einem großen. Und wenn Sie jetzt dann zurückkommen auf Ihre Frage, wann wird das nochmal angehoben, dann sage ich Ihnen, Sie haben dann statt einem Hebel von 1 zu 100 immer noch die Möglichkeit, mit einem Hebel von 1 zu 50 zu handeln, was meiner persönlichen Meinung, ich spreche jetzt hier nur für mich, immer noch ausreichend ist, um ordentlich und schön handeln zu können an den Börsen. Es gibt sicherlich manche Produkte, wo der Hebel ein bisschen kleiner ist, also bei Aktien 1 zu 10, da kann man dann diskutieren, ja, wäre das nicht vielleicht besser, einen größeren Hebel zu erlauben. Aber oft ist es tatsächlich so, dass Sie besser fahren, wenn Sie Vorsicht walten lassen an der Börse. Und ja,
ich glaube, das Schweizer Franken-Desaster bei vielen unserer Mitbewerbern gibt uns da auch recht. Ton Gut, ausgeschalten. dann machen wir mal weiter im Programm. Der Michael kann mir ja dann sagen, wenn noch weitere Fragen kommen. Genau. Und die Kunden, jetzt nochmal, um auf die Marge zu kommen, die erhalten natürlich, wenn wir die Margen wieder so gestalten wie vor der letzten Margin-Erhöhung, auch eine Nachricht. Also diese Frage schien ja von einem Kunden auch zu kommen. So, was möchte ich Ihnen zeigen? Also das Thema, was ich Ihnen zeigen wollte, ist das sogenannte Group Trading. Ich gehe einfach mal ganz kurz hier drauf. Ich hoffe, Sie können das gut sehen. Wir haben also für unsere Kunden, ja, und dazu muss ich sagen, müssen Sie, wenn Sie dieses Tool benutzen wollen, müssen Sie Kunde sein, und zwar Kunde mit der Plattform WHS Future Station. Das ist eine Plattform, die für den CFD, für den Forex und den Futures bzw. Optionshandel gedacht ist. Sie müssen also Kunde dieser oder Abonnement für diese Plattform haben, und Sie können dann über die Trading-Plattform WHS Future Station für den CFD, Forex und Futures Handel direkt auf eine Webseite verlinken, die heißt Group Trading. Und wir haben uns Gedanken gemacht, nachdem wir also zu dem Thema soziales Miteinander im Börsenhandel, nachdem wir also gemerkt haben, dass es unheimlich viele Unternehmen gibt, die mittlerweile dieses Guru-Trading und dieses Social-Trading anbieten, haben wir uns überlegt, okay, wie kann man diese soziale Komponente, also das Miteinander im Trading, ein bisschen stärken, und haben das dafür ein Tool eingerichtet in der Future Station. Dieses Tool heißt Synergy, und unterhalb dieses Überbegriffs Synergy Trading gibt es eine Möglichkeit, das Group Trading Tool zu benutzen. Und wenn Sie dann in der Future Station, ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, wenn Sie in der Future Station sind, ja, so, kleinen Moment. Jetzt muss man gerade schauen, wieso die. So, da ist es. Wenn Sie in der Future Station sind und dann hier über Portal gehen, sehen Sie also, dass Sie als Kunde direkt auf diese Webseite verlinken können, da draufklicken können und dann auch hier über die Homepage oder hier über diese einzelnen Reiter schon auf dieser Seite navigieren können. Was ist Group Trading? Group Trading, die Idee ist, dass Gruppen von Tradern sich zusammentun zu einzelnen Gruppen mit einem bestimmten Thema. Das kann zum Beispiel ein Thema sein, das heißt Forex, das kann ein Thema sein, das heißt DAX, das kann aber auch ein Thema sein, das zum Beispiel heißt Scanning Tools, das kann ein Thema sein, das kann eine Gruppe sein, die heißt Teilnehmer der Webinarveranstaltung Michael Hinterleitner, das kann eine Gruppe sein, die heißt Swing Trading. Also da ist der Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, und das müssen Sie bitte beachten, Sie müssten tatsächlich die Future Station benutzen, Kunde sein, und müssten sich dann hier auf der Group Trading Webseite anmelden, um entweder dann einer Gruppe beizutreten oder um eine Gruppe zu gründen. Wenn Sie sagen, oder jetzt der Hinterleitner Beispiel sagt, ich möchte gerne eine Gruppe gründen, dann möchte ich die ganzen Swing Trading Teilnehmer unterbringen, dann kann er entscheiden, ob er diese Gruppe öffentlich macht oder privat. Öffentlich heißt, jeder kann rein auf Zuruf. Privat heißt, das ist eine abgeschlossene Gruppe, die ist auch dann nicht öffentlich zugänglich für andere. Das ist, sagen wir mal, ein Trading Club von 10 Leuten. Oder der Hinterleitner, also der Moderator und Administrator, kann entscheiden, ich möchte diese Gruppe bezahlt, eine Bezahlgruppe machen oder eine kostenlose Gruppe. Und bin jetzt mal hier auf dem Reiter Gruppen, und da sehen Sie, da sind also schon eine ganze Menge auch vorhanden. Ja, hier sehen Sie zum Beispiel meinen Kollegen, den Herrn Liebens. Da gibt es dann der Franzose, der hat also eine Gruppe in Französisch. Sie sehen hier die 2PPD. Das ist eine Gruppe, die in Deutsch miteinander kommuniziert. Wir haben hier das Managed Account von meinem Kollegen, dem Herrn Kiewitz. Oder Sie haben zum Beispiel hier eine neue Gruppe, die heißt Scanners. Und wenn Sie dann da drauf klicken,
sehen Sie auch, was das Ziel dieser Gruppe ist und wie viele Teilnehmer da sind. Das sind jetzt im Moment 12, die sind relativ neu. Die unterhalten sich in Englisch, tauschen sich aus über diese Produkte hier und haben dann auch ein sozusagen gemeinsames Ziel. Also die handeln dann tatsächlich in dieser Gruppe auch live. Und hier kann man dann diese Gruppe entweder dieser Gruppe beitreten oder auch diese Gruppe wieder verlassen. Ich bin hier jetzt schon Mitglied, also habe ich nur die Möglichkeit, den Verlassen-Knopf zu drücken. Sie können dann auch, wenn Sie zum Beispiel hier draufklicken, sich andere Gruppen anschauen und zum Beispiel sich Informationen holen, okay, in welchem Zeitrahmen arbeiten diese Leute denn? Ja, die handeln also vorwiegend Indizes, Rohstoffe und Forex, keine Aktien. Ja, und dann sehen Sie auch schon, wann die Gruppe sich trifft und in welchem Zeitrahmen die Gruppe aktiv ist. So, das alles mag jetzt noch ein bisschen abstrakt Ihnen vorkommen, aber interessant wird es natürlich dann, wenn wir mal einen Blick in die Plattform werfen. Das tue ich jetzt, denn ich bin jetzt mal freigeschaltet für so eine Gruppe und die habe ich jetzt einfach mal, das ist jetzt diese Scanning-Tool-Gruppe beziehungsweise diese Managed-Account-Gruppe von meinem Kollegen. Und wenn ich jetzt User dieser Future Station bin und wie gesagt, Sie können das sowohl für Forex als auch für CFD als auch für Futures nutzen, dann habe ich hier in der Arbeitsplatzleiste den Zugang zu dem sogenannten Synergy Trading mit dem Unterpunkt Group Trading und da ich Mitglied der Gruppe Scanners bin, ist diese Gruppe hier auch freigeschaltet, wie Sie sehen. Der grüne Knopf hier links heißt, aha, ich habe mich eingewählt auch in diese Gruppe. Sie sehen das hier nochmal. Ja, wenn ich da draufklicke, sehen Sie, aha, ich bin verbunden mit dieser Gruppe. Und in der Tat ist es jetzt so, dass ich also hier unter dem Tradernamen Christian-Paper zu sehen bin und verbunden bin mit meinem Kollegen WHS Managed Account, also mit meinem Kollegen Herrn Kiewitz. Ja? Und welche Informationen können wir jetzt austauschen? Wir hatten ja gesagt, Group Trading, die Idee ist, dass die Kunden miteinander kommunizieren, ja, dass sie nicht blind irgendeinem Guru folgen oder Trades blind kopieren, sondern dass es sozusagen um ein gemeinschaftliches Erlebnis geht, dass man aber natürlich sich schon austauscht und auch gemeinsam Entscheidungen trifft, denn in der Gruppe, in einer Gruppe von 10 Leuten, die alle long im Euro-Dollar sind, kann man vielleicht eine Entscheidung, soll ich long oder short gehen, besser treffen als alleine. Ja? Und dazu ist dieses ganze Tool hier eigentlich auch gedacht. Und in dem Moment, wo ich jetzt verbunden bin, kann ich hier sagen, wen möchte ich denn alles sehen? Ja? Wenn ich jetzt 10 Mitglieder habe, kann ich also alle 10 sehen. Oder ich kann auch sagen, ich will nur einen Teil der Gruppe sehen, indem ich hier Häkchen setze und diese Depots mir nicht anzeigen lasse von den anderen Mitgliedern. Sie sehen dann hier, dass ich mir die beiden Depots anzeigen lasse kann. Ich habe einen Reiter, der heißt Positionen. Da sehe ich also einmal die Position, die ich selbst eingegangen bin. Ich sehe die Position des Kollegen. Ja, auch noch einige andere Informationen, das werde ich nachher noch erklären. Einstiegsorders, also zum Beispiel ein Buy-Limit habe ich im Moment hier nicht. Das heißt also, dass keiner der Gruppenmitglieder im Moment irgendwo eine Buy-Limit oder ein Buy-Stop zum Beispiel liegen hat. Ja. Positionen schon. Ja, ich sehe also, der Kollege Herr Kiewitz hat eine Euro-Dollar-Position und ich sehe, aha, meine eigene Position, die ist auch mit einem Profit von 18,50 im Moment zu erkennen, aber Einstiegsorder liegt da keine mehr. Ja. Wenn ich jetzt nochmal auf Depots klicke, sehe ich, außer dass ich hier den Leerverkauf von mir selbst und den Leerverkauf meines Kollegen, also der Teil der Gruppe ist, sehe ich außerdem, dass diese Position, sowohl meine als auch die der Gruppenmitglieder, hier in dem Fall nur ein Gruppenmitglied, abgesichert sind mit einer sogenannten Bracket und einer Limit Order. Ich sehe die Niveaus, also die Preisniveaus und ich sehe dann noch einige weitere Informationen hier hinten in dem Reiter Depot, die ich gleich noch erklären werde. Es gibt dann noch eine Chat-Funktion. Ja, das heißt also, alle Gruppenmitglieder können miteinander chatten. Das ist natürlich sehr, sehr interessant, weil man sehen kann, über was wurde bisher gesprochen. Ich sehe, wenn ich später hinzustoße zu einer Gruppe, auch den Chat der Vergangenheit. Ich sehe außerdem
alles, was besprochen wird. Ich kann das aber filtern. Ich kann natürlich sagen, ich möchte gerne nur im Chat verfolgen, was von dann bis dann passiert ist oder was über eine bestimmte Position gechattet und diskutiert wurde oder was Mitglied A mit Mitglied B besprochen hat. Das ist alles möglich, das kann man also filtern. Aber diese Chat-Funktion ist natürlich insofern sehr nützlich, als man sich austauschen kann, ohne dass man jetzt ein Telefon zur Hand nimmt oder ein zweites Zusatztool wie Yahoo Messenger. Ja, und Sie sehen hier, hier hat mich also der Kollege auch schon begrüßt. Ich habe dann hier einfach mal was reingeschrieben und auch hier schon mal eine Frage gestellt zu einer Position, die ich selbst dann auch eingegangen bin. Da komme ich dann gleich noch drauf zu sprechen. So, hier gibt es noch einen Punkt, der heißt Publizieren. Wenn ich da draufklicke, sehen Sie also, dass ich jetzt hier nur publiziert habe mein Papiergeldkonto. Ich kann also schon sagen, ich möchte gerne nur mein Papiergeldkonto oder verschiedene andere Konten publizieren. Ich kann ja ein Forex-Konto bei Selfinvest haben, ich kann ein CFD-Konto haben, Futures-Konto. Dann können Sie wählen, was Sie anzeigen möchten. Aber Sie müssen mindestens ein Konto anzeigen, denn es gilt schon, wenn Sie nichts zeigen, dann kriegen Sie auch nichts zu sehen. Das ist also ein Geben und Nehmen hier in dieser Group Trading, in dem Group Trading Tool. Und man kann nicht sagen, okay, ich möchte gerne sehen, was alle anderen machen, aber selbst zeige ich nichts. Das wird nicht funktionieren. Ja. So, dann habe ich hier die Aktivitäten. Hier kann ich also sehen, was wurde gemacht. Ja. Hier sehen Sie also die verschiedenen bei im Euro-Dollar zum Beispiel durch mich, durch die Kollegen. Und diese ganzen Aktivitäten der einzelnen Gruppen, die können Sie auch filtern. Ja, ich kann also sagen, ich will nur Positionen sehen oder ich will nur Order sehen. Das sehen Sie dann hier durch diese Häkchen. Ich will sehen, wer sich wann an- und abgemeldet hat oder auch nicht. Ja, dann sehe ich also, aha, da ist jetzt der Kollege, ist dann und dann hinzugegangen, um 15:49 heute Nachmittag. Das zweite Mitglied kam um 16:10 Uhr, das dritte um 16:30 Uhr und so weiter. Das kann man also alles sich anzeigen lassen und ich kann das auch filtern. Ich kann also durchaus sagen, okay, ich möchte gerne alle Aktivitäten im Euro-Dollar sehen, dann ziehe ich das einfach hier, das Instrument einfach hier rein und dann filtert der mir das. Ja? Und dann kann ich auch noch sagen, ich möchte den Trader als zweites Filterkategorie haben. Ja. Und als drittes will ich vielleicht die Uhrzeit als Filterkategorie haben. Und wenn ich diesen Filter wieder abschalten will, dann ziehe ich einfach diese einzelnen Kriterien wieder hier in die Spaltenüberschriften zurück und dann sind wieder alle Aktivitäten sichtbar. Gut. Was kann ich jetzt hier sehen? Sie wundern sich vielleicht, warum ich die ganze Zeit hier unten in dem Teil bin. Ich erkläre mal ganz kurz, was hier oben passiert ist. Sie sehen, ich habe eine Position, das kann man hier deutlich sehen, minus 1 im sogenannten Speed Trader steht, dass ich also Short im Euro-Dollar bin. Sie sehen den Euro-Dollar-Chart auf Stundenbasis und ich bin den von einer geraumen Zeit, nämlich Sie sehen hier ein rotes Dreieck, also vor 2-3 Stunden bin ich den in etwa eingegangen. Im Moment ist dieser Trade gewinnbringend mit 17 Dollar und ich habe diesen Trade auch abgesichert mit einem Stopp und mit einem Gewinnziel. Das Gewinnziel liegt natürlich unten, ja, das kann ich auch verschieben jederzeit, ich kann das einfach anfassen im Chart und nachziehen. Dann sehen Sie auch, wo hier diese Niveaus, diese nachgezogenen Niveaus, die werden mit so einer kleinen Linie nochmal angezeigt. Also ich habe die Position abgesichert mit einem Gewinnziel unten und mit einem Stopp oberhalb. Ich kann diesen Stopp einfach hier durch einen Mausklick auch sehr schön ändern in eine andere Art Stopp. Im Moment ist der ja starr und ich könnte den manuell verschieben, wie ich das gerade schon gemacht habe. Ich könnte aber auch automatisch den jetzt trailen lassen. Einfach per Mausklick sagen, ab jetzt bitte trailen. Oder mach mir einen Break-Even-Stop draus, dann legt er sich dahin, wo ich also eingestiegen bin, minus Gebühren. Ich kann den aber auch jederzeit wieder zu einem Trading-Stop oder zu einem fixen Stop machen. Ja. Diese kleine Funktion hier, die heißt Tactics, das ist ein sehr schönes Positionsmanagement-Tool, wo ich also sage, beziehungsweise Order-Management-Tool, wo ich sagen kann, ich kann hier sehr fein den Stop einfach hier tickweise nachziehen oder aus jedem fixen Stopp einen Trading-Stopp oder aus jedem Trading-Stopp einen Break-Even oder eine andere Art Stopp machen. Das ist also ein sehr
angenehmes Tool. Und das hat auch damit zu tun, dass ich hier unten im Chat geschrieben hatte, ob ich nicht aus diesem Stopp, der fix war, einen Trading-Stopp machen sollte. Da hatte ich einfach mal in die Gruppe, also an den Kollegen, diese Frage gerichtet, damit sie sehen, aha, das ist also etwas, was man dann diskutieren kann in der Gruppe. Ja. Habe eine Position, die ist Gewinn, die läuft in den Gewinn, ich habe einen fixen Stopp, habe ein Gewinnziel, okay, was meinen die anderen dazu? Soll ich den Stopp verschieben, ihn nachziehen, soll ich einen Trailing-Stopp draus machen, was auch immer. Und das kann man hier sehr schön über diese kleine Schaltfläche hier, die sich immer öffnet, sobald ich mit der linken Maustaste auf den Stopp gehe. So, was sieht man noch? Das hier, was Sie jetzt sehen, das ist vielleicht dann das Interessanteste für Sie. Also wir haben ja jetzt meine Position gesehen und mein Stopp und mein Limit. Was Sie jetzt hier sehen, ist aber das des Kollegen. Ja, wir hatten ja gesagt, in der Gruppe zeigen sich die Gruppenmitglieder alle ihre Positionen und alle ihre Order, wenn sie möchten, können sich miteinander unterhalten und können auch dann gemeinsam eine Entscheidung treffen oder auch abstimmen über bestimmte Positionen und Order. Und die Position, die der Kollege eingegangen ist, ja, das ist also hier der WHSMA, das ist mein Kollege, der Herr Kiewitz, der ist die Position früher eingegangen. Er ist also in dieser Kerze hier short gegangen, eine Kerze vor mir. Deswegen ist die auch rot hinterlegt mit einem roten Balken. Wie Sie sehen, meine Position ist mit einem roten Kennzeichen, mit Dreieck gekennzeichnet. Und da er tiefer oder anders eingestiegen ist, ist seine Position auch noch nicht so weit fortgeschritten im Gewinn und Verlust wie meine. Er liegt, wie Sie hier unten im Konto sehen, bei 7,50 und ich liege bei 15. Das sind jetzt Euro. Hier unten, hier oben sehen wir zwar Dollar im Speedtrade, aber hier unten Euro. Und Sie sehen, ich habe also einen günstigeren Einstieg gewählt, bin jetzt bei 13,70, er ist bei 6,30. Und ich sehe aber auch, dass er seine Limit und Stopp anders gelegt hat als ich. Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, er wird ja einen Grund haben, warum hat er sein Limit und seinen Stopp dorthin gelegt. Und kann dann, wenn ich möchte, sagen, okay, ich ziehe meine Limits und Stops auf sein Niveau, denn er ist vielleicht der Fachmann. Ich gucke mir mal an, ob er vielleicht hier irgendwo einen guten Grund hatte, dort die Positionen hinzulegen oder die Order hinzulegen. Dieser Grund könnte sein Widerstände, der könnte sein Close einer letzten großen Kerze, 52 Wochen hoch, tief, was weiß ich, da gibt es viele Gründe für. Aber das ist dann etwas, was ich zum Beispiel mit Ihnen besprechen kann. Und ich kann dann auch ihn bitten, dass er abstimmt über meine Position. Also erstens ist es gut, dass ich die Position eingegangen bin und ist es gut, wo ich meine Order liegen habe. Und das geht, das zeige ich Ihnen mal, wenn Sie hier draufklicken, sehr schön hier. Ja. Also ich habe dann, ich muss jetzt mal gerade gucken, wie ich das hier wegkriege. So. Ja. Ich habe dann hier die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ich mag diese Position oder ich mag die nicht. Ja. Da gibt es also sogenannte Likes, die man anwählen kann. Ich zeige Ihnen das mal gerade. Das kennen Sie hier sicherlich aus Facebook und dergleichen. Ich kann also hier zum Beispiel, hoppala, kleinen Moment, ich muss das mal festnageln. So, ich kann dann hier zum Beispiel sagen, okay, diese Position, die gefällt mir. Und dann sehen Sie, aha, es gibt eine Abstimmung zu meiner Position oder ich stimme ab zu einer Position und dadurch erhöht sich die Zahl der Likes. Ich kann zum Beispiel auch über eine einzelne Position ein Chat öffnen, ja, indem ich nur hier dann zu dieser Position auf die Chatblase klicke. Ich kann zum Beispiel auch mit verschiedenen Symbolen arbeiten. Ich kann hier das anwählen und sagen, Achtung, rotes Dreieck, diesen Trade habe ich nur zum Spaß eingegeben und zu Übungszwecken. Bitte nicht nachmachen. Ich kann das auch wieder abwählen, kann zum Beispiel auch sagen, okay, bin eine Position eingegangen, die liegt jetzt bei 11,30 Euro im Gewinn. Ich werde die jetzt gleich schließen. Ja, dafür der Fallschirm, ja, der geöffnet wird. Achtung, die Position werde ich nicht mehr lange halten. Kann ich auch wieder abwählen. Ich kann auch eine Stimmung abgeben, kann eine Position eingehen und sagen, so richtig wohl fühle ich mich mit dem Ding nicht. Sagt ihr mal was dazu. Ja? Dann mache ich einen Chat auf, schreibt da rein, bitte um eure Meinung. Ja? Und so kann man dann also sehr schön in diesem Group Trading Tool miteinander kommunizieren und diese verschiedenen Knöpfe und Buttons auch
benutzen bzw. im Chat miteinander sprechen. Ja? So, das ist also mal ganz grob die Idee von Group Trading. Ich wiederhole nochmal gerade, was wir hier sehen. Wir sehen hier meine eigene Position. Die bin ich eingegangen hier zu diesem Preis. Das hier sind meine Stops und meine Limits. Und das hier, was hier miteinander mit dieser roten Position hier von meinem Kollegen, und das wird auch angezeigt beim Mouseover, ja, das ist jetzt die Position des Kollegen, der eben Teil meiner Gruppe ist. Und wenn ich jetzt mehrere Leute in der Gruppe habe, würde ich auch mehrere Punkte sehen, entweder rot für Short oder grün für Long-Position, und ich würde auch deren Limits und Stops, beziehungsweise umgekehrt deren Stops und deren Limits sehen. Und die kann ich auch gruppieren, sodass ich also nicht durcheinander komme, wenn also, sagen wir mal, 10 Positionen und 10 Order, beziehungsweise 20 Brackets dann mit drin liegen, dann kann man durcheinander werden. Aber das kann man auch gruppieren, damit da nicht zu viel, Unübersichtlichkeit herrscht. Ja? So, Sie sind also herzlich eingeladen, das mal zu testen, beziehungsweise Kunden zu werden bei WH Self-Invest. Wenn Ihnen das alles ein bisschen kompliziert vorkommt, haben Sie keine Scheu, uns anzusprechen. Der Herr Hinterleitner hat es gesagt, wir sind 14 Stunden für Sie da, haben einen sehr guten Ruf in der Branche, was den Service betrifft. Und wir können dann auch gerne Ihnen in einer Sitzung dieses Group Trading Tool noch mal ein bisschen näher bringen, in einem kostenlosen Webmeeting, falls Sie zum Beispiel sagen, ja, wir sind hier eine Gruppe von Leuten und würden uns da gerne zusammentun bei euch. Ja? Micha, du müsstest mir jetzt mal kurz Feedback geben. Ja, und zwar habe ich noch eine Minute, und wie viele Fragen gibt's? Ich habe eigentlich das meiste beantworten können, nur zwei gingen direkt an dich, und zwar jetzt mit dieser Nanostation. Da der Thomas möchte wissen, ob man den Zwilling-Chart, den er sehr gut findet, ist es möglich, diesen Zwilling zu trennen, um beide auf separaten Bildschirmen darstellen zu können? Also wir können hier drauf gehen, ja, dann werden die Daten geladen. Das ist der sogenannte Twin Chart. So, sehen Sie das jetzt nochmal, ja? Genau. Ja, und dieser Twin Chart, also der Kunde, der die Frage gestellt hat, der weiß das natürlich, der zeigt hier eingefärbt, und zwar im gelben Hintergrund, das, was ich hier oben sehe. Und deswegen sehen Sie auch hier zum Beispiel meine Position, die ich bei 13401 eingegangen bin, und Sie sehen auch hier, ja, wenn ich das verschiebe, mein Stopp und mein Limit, ja, das ist also ein Twin Chart. Und auslagern kann ich den nicht, weil der immer an den anderen angeklebt ist, ja. Also wenn Sie versuchen, hier mit der rechten Maustaste dran zu gehen, kriegen Sie nicht wie hier oben Chart aus dem Fenster auslagern. Was geht, ist das hier auszulagern. Ja, und den Twin Chart mitzunehmen. Das heißt also, Sie könnten zum Beispiel den Trick nehmen und sagen, okay, ich ziehe mir das hier ganz klein, mache den Twin Chart groß und lagere ihn dann aus. Ja, also ein Workaround wäre, den Hauptchart mit dem Twin Chart gemeinsam auslagern, auf einen anderen Bildschirm ziehen, den Hauptchart dann so klein zu machen, dass nur noch der Twin Chart zu sehen ist, und dann da, wo der ehemalige Hauptchart war, einen neuen Hauptchart zu eröffnen, ohne diesen Knopf hier zu drücken. Ja, Sie können ja einen Chart hier im Euro-Dollar in 60 Minuten, können Sie ja beliebig oft eröffnen. Den kann ich mir ja zwei- oder dreimal anzeigen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Einfach indem Sie dann in der Arbeitsplatzleiste einen neuen Chart eröffnen oder hier über diesen Knopf. Ja? Da würde ich vorschlagen, dass der Kunde sich einfach mal meldet. Ich kann ihm das gerne mal auf seinem PC zeigen bei Gelegenheit oder einem Kollege. Ja, soll er mir eine E-Mail schreiben? cschneider@whselfinvest.com, dann melden wir uns. Sehr schön. Und dann können wir Fernverbindung auch machen dann. Da möchte ich gerne wissen, ob man andere Positionen in diesem Group Trading kopieren kann. Aber ich denke, das kann ich auch. Aber mach mal, Christian. Ja, also kann ich gerne beantworten, das geht. Nur was wir nicht wollen, ist ein blindes Kopieren. Ja, ich hatte ja eben schon mal so ein bisschen auf die Seriosität eines Brokers angesprochen. Also wir haben von dem Thema Social Trading haben wir große Bedenken, wenn es darum geht, blind jemanden zu folgen, der eine Performance X
angeblich hat, wo ich noch nicht mal testen kann oder nachweisen kann, hat er die Performance, und falls sie wirklich gut ist, mit welchem Risiko hat er die Performance denn überhaupt erreicht? Ja, ist ja ein Unterschied, ob ich exorbitant hochhandle und dann mit viel Glück eine gute Performance hinlege, oder ob ich beständig und dauerhaft gut handle. Zweitens weiß ich nicht, ob diese Leute lizenziert sind, und ich möchte auch nicht gerne meinen eigenen Kopf abschalten, sondern wenn, dann möchte ich mir genau Gedanken machen, was will ich denn tatsächlich mithandeln. Und das geht dann tatsächlich im Group Trading über einen Knopf, der heißt C wie Copy. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. So, ich muss das hier nochmal festnageln. Wenn ich jetzt hier rechts rüber klicke, sehen Sie das hier. Ja, und wenn ich da drauf klicke, dann kommt aber ein Fenster, wo ich wirklich auch nochmal eine ganze Reihe Informationen eingeben muss, damit ich eben nicht blind kopiere, sondern ich muss sagen, okay, ich will die und die Größe handeln, ich will da und da meine Stops liegen haben. Er gibt also quasi nur vor in das Produkt, wenn Sie so möchten. Es ist sozusagen eine kleine Unterstützung, diesen Trade zügig nachmachen zu können, aber er ist nicht eine Kopie. Okay. Alles klar. Dann habe ich hier noch eine Frage, die schicke ich dir dann per E-Mail weiter von mastark@gmx.de, damit der auch Bescheid weiß. Ja. So. Gut, das war's an Fragen. Den Rest habe ich schriftlich beantwortet. Wenn ich etwas übersehen habe, schicke ich dir das noch per E-Mail hinterher. Okay. Von daher war das äußerst interessant. Ich bin da echt am Überlegen, auch das Group Trading auch zu nutzen, weil wie ich hier auch schon wieder zigfach gefragt werde, ob wir das im Candle Talk fortführen, diese Signalführung und Besprechung. Und da wäre halt dieses Group Trading tatsächlich interessant. Also Group Trading ist auch sehr interessant. Ja? Also das ist ein bisschen schwer zu vermitteln, so wie für mich jetzt in so einem Webinar, da ich ja jetzt nicht 5 Leute in der Gruppe habe. Aber in dem Moment, jetzt stellen Sie sich vor, oder stellt euch vor, ihr seid zu 5 und dann wird gechattet über eine Position, es wird abgestimmt über, soll ich aus der Position rausgehen, ja oder nein, es wird diskutiert darüber, ob eine Position auf diese Art und Weise korrekt abgesichert ist und so weiter. Also das kann schon sehr interessant sein, und man kann auch feste Zeiten vereinbaren, zu denen man sich trifft. Das muss ja nicht den ganzen Tag online sein. Ich kann jederzeit mich an- und abwählen, aber man kann auch dann als Moderator, so wie du, Michael, dann sagen, okay, meine Gruppe trifft sich jeden Dienstagabend um 6 und bis um 7 und danach ist Schluss. Ja? Und dann wird getradet oder auch nicht, oder es wird diskutiert oder auch nicht. Und das kann, jeder kann mitmachen oder auch nicht. Jeder kann kostenlos mitmachen oder es ist kostenpflichtig. Wir sind eine begrenzte Anzahl oder wir machen es öffentlich. Also das ist schon eine sehr interessante Sache, und ich lade alle Zuhörer deswegen auch ein, mir zu schreiben, und dann schicke ich Ihnen gerne das Handbuch zu. Es gibt ein Handbuch über dieses Synergy Trading, also über dieses Gruppentrading oder Group Trading. Das kann ich Ihnen, das ist gerade Korrektur gelesen jetzt diese Woche noch, und dann schicke ich Ihnen das gerne zu. Ja, vielleicht sollte ich meine E-Mail-Adresse nochmal nennen: C Schneider ohne Punkt und Komma @bhselfinvest.com. Da können Sie mir hinschreiben, wenn Sie Fragen haben zu Group Trading oder sonst zu uns als Broker, einen Rückruf wünschen, irgendetwas benötigen. Eine Demo können Sie natürlich auch haben von der Plattform. Und dann helfe ich gerne weiter. Ja, hervorragend, Christian. Da war auch für mich viel Neues dabei, muss ich gestehen. Hast mir Lust gemacht drauf. Wir sind ja sehr dahinterher, dass du es mal ausprobierst. Ja, ich denke, man sieht auch schön, was euch da... Ja, es ist für dich wirklich wie gemacht, Michael. Ne? Das ist für Moderatoren wie dich sehr spannend. Ja, und ich denke auch, man sieht auch wieder schön, wie euch das auch von anderen abhebt, solche Kleinigkeiten und die Plattform generell. Von daher bin ich sehr froh, dich heute hier zu Gast gehabt zu haben. Ich erinnere nochmal daran, dass Mitglieder vom Broker-Deal da leichte Vorteile genießen können. Also schaut euch an, Broker-Deal.de, wie Herr Selfinvest, ich stelle nochmal den Link rein, hervorragende Bewertungen von allen echten Tradern, die wir hier haben. Und von daher denke ich, dass ihr da noch eine tolle Zukunft vor uns haben, gemeinsam. Naja, und ich hoffe, du findest wieder mal Zeit, vorbeizuschauen. Da würde ich mich wieder melden bei dir. Und dann kannst du gerne wieder vorbeischauen und was vorstellen. Machen wir. So, ja, dann ist jetzt von meiner Seite auch vielen Dank. Ja, ich sehe jetzt keine Fragen mehr. Daher danke nochmal.
Ja, danke schön. bekommst sehr schönes Feedback auch von den Leuten. Ja, Sehr. das kannst du mir gerne mal schicken. Das ist Schicke ich immer dir, ja. nett Mache ich dann zu Screenshot und hören. schicke dir noch. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, schönen Feierabend. Ja, Ihnen Bis gern. auch. Danke, Michael. Bis Ich bald. danke, ich schalte das Mikro wieder ab. So. Ich habe es in der Zwischenzeit ein bisschen durchgescannt, welche Kandidaten für morgen live in Frage kommen würden. Da fange ich jetzt mal an mit meinem alten und Anführungszeichen kurzfristigen Swing Trading. Da würde mir gefallen die Deutsche Bank. Sehen wir heute im Tageschart das mögliche Ende der Korrektur der letzten Tage. Klarer Aufwärtstrend, hat schön korrigiert und jetzt eine ganz knapp bullische Tageskörper. Und hier wäre eine Stop-Buy-Order über dem Tageshoch denkbar. Denke aber einen schöneren Kandidaten gefunden zu haben, und zwar heute ebenfalls mit Long-Signalen SAP. Müssen Sie jetzt auch sehen können im Chart. Ebenfalls klarer Impuls, der nach oben gerichtet ist. Schöne Korrektur gestern und heute, vor allem mit der negativen Öffnung. SAP hat sich dann noch gefangen und bildet eine kleine bullische Tageskerze aus. Auch hier ist Stop-Buy-Order knapp über das Tageshoch. Sinnvoll. Und noch ein Kandidat im CRC 40 gefunden, und zwar Legrand. Da, die gefällt mir eigentlich fast am besten, weil einfach der Trend auch am klarsten ist. Und wir hier einen sehr schön ausgeprägten Rücksetzer haben, der aber das letzte Zwischentief hier von Ende Januar nicht tangiert. Heute eine kleine bullische Tageskerze ausformt. Von daher wird das mein Kandidat für morgen. Wir haben ein Tageshoch jetzt nochmal für Swing Trading. Der Unterschied nicht. Heute haben wir langfristiges Positionstrading behandelt. Dazu komme ich gleich. Das betrifft jetzt das Swing Trading von früher, das ich auch verlinkt habe zum Theorieteil. Wir haben hier Tageshoch heute von 47,26. Also lege ich 2 Cent höher meine Stop-Buy-Order auf 47,28. Und Teilnehmer von früher wissen es, der Stopp wird sehr eingelegt, wird nur die 0,6-fache Vola entfernt angelegt. Muss mir die mal kurz holen. Abstand von 1,15. Jetzt wird der Stopp auf 46,13 zu liegen kommen. Gar nicht so eng in diesem Fall. Und das Kursziel ist den dreifachen Abstand entfernt, das heißt, wir haben immer ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3. Liegt damit auf 50, 73. Das wäre mein Setup für morgen, was Swing Trading auf Sicht von maximal 5 Handelstagen angeht, ist ein engagiertes Ziel. Sollte es in den nächsten 5 Tagen nicht erreicht werden, greift der Zeitstopp. Aber jetzt wohl interessanter für heute, was hat sich im Positionstrading ergeben? Ah, da wäre ich schon gefragt, ob nicht Thyssen auch ein Swing-Kandidat ist. Schauen wir uns gleich mal an. Ja, habe ich insofern ausgeschlossen. Wir haben hier einen schönen Abwärtstrend. Ich zeige mal kurz uns die Swings ein. Mit Swing nach unten, der heute von einer kleinen bullischen Tageskerze möglicherweise beendet wird. Aber ich habe es deshalb nicht mehr gezeigt, weil Deutsche Bank, sowohl Deutsche Bank als auch SAP als auch Legrand für mich schönere Kandidaten waren. Und ein alter Leitspruch ist ja immer gewesen, nicht alle Signale nehmen wahllos, sondern immer nur das schönste, eindeutigste Signal nehmen. Dann hat man nicht immer diese Qual der Wahl,
welche Signale soll ich nehmen, sondern ich nehme immer nur das Sympathischste. Und das ist für mich heute Le Grand. Da muss ich natürlich nochmal den Link einstellen zum Theorie-Dial. Für alle, die zu spät gekommen sind, werde ich gerade gefragt. So. Und der Link, also den Text zum heutigen Positionstraining, den erstelle ich erst noch. Den stelle ich dann nächste Woche oder in 14 Tagen vor beim Webinar, das ich jetzt wieder regelmäßig halten möchte. Und da wird ja am Wochenende gescannt, das heißt, nachdem heute Montag ist, scanne ich die Wochenchart am Wochenende durch. Und hier lassen sich etwa finden, wenn ich jetzt im DAX und CAC 40 mal durchscanne im Wochenchart der letzten 27 Perioden, was sticht da besonders hervor, besonders stark und besonders schwach, dann ist hier ganz klar Valurec aus dem CAC 40, schon lange ein Shortkandidat, hat eklatante Schwäche. Jetzt schauen wir mal kurz. Die Fundamentaldaten, die ich hier jetzt nicht reinkriege. So, Valurec. Da habe ich jetzt keine Kursliste vom CAC 40 in Guidance, die muss ich erst einbauen lassen. Bleiben wir jetzt mal auf der charttechnischen Seite, weil Valurec ist eklatant schwach schon ewig. Ich zeige hier mal ein bisschen längerfristigen Chart. Seit Mitte 2013 eigentlich nur am Abkratzen. Habe ich auch mal die letzten möglichen Entries eingezeichnet. Waren hier die ersten zwei roten Pfeile, waren klare neue Durchbrüche durch Unterstützungen. Drittes Setup hier Anfang des Jahres ist auch eine lokale Unterstützung. Und hier der letzte Entry vom 20. Januar wäre sofort in den Stopp gelaufen. Damit wäre, es wurde auch gefragt, bei jedem weiteren Entry wird der Stopp für die ganze Position auf den aktuellen letzten Stopp gelegt. Das heißt, was wir hier jetzt sehen, am 21.01., wenn die Aktie nach oben wieder zieht, wäre die gesamte Position, die gesamten vier Entries wären jetzt beendet worden. Da Valurec aber immer noch extreme Schwäche zeigt, ist sie immer noch wieder auf meiner Short-Liste und da zeigt sich jetzt nicht wirklich gerade ein brennendes Setup, aber hier das letzte lokale Tief wäre durchaus ein brauchbares Setup, wo ich mir denke, spätestens ab hier möchte ich gern wieder Short in dieser Aktie sein, weil ihm die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass neue Tiefs generiert werden, als dass jetzt ein mega Turnaround kommt. Auf der Stärke-Seite gefällt mir Lanxess extrem gut seit Mitte Januar, also seit Ende Januar, liefert hier im Tageschart aber absolut keine Chance zum Einstieg heute. BMW dagegen setzt heute fast auf das letzte lokale Tief auf, wo auch der Stopp des letzten Longdrehs liegt. Und hier kann es sehr gut sein, dass diese Woche ein schönes Long-Signal entsteht. Im Idealfall ist es eine kleine bullische Tageskerze, muss es aber nicht unbedingt sein. Einfach nur eine Bodenbildung hier um 100, 200, 3 Euro würde mir schon reichen für eine Stop-Buy-Rolle, die ich dann knapp darüber lege. Neues Hoch werde ich jedenfalls nicht kaufen, das ist jetzt schon wieder zu weit vom aktuellen Kurs entfernt, das heißt, hier muss ich in den nächsten Tagen mir einfach eine günstige Setup zeigen. Bis dahin ist auch der Stopp der letzten Long schon extrem nahe gerückt. Deutsche Telekom auch extrem stark, auch hier kann sich was zeigen in den nächsten Tagen, aktuell aber noch kein Setup. Auch VW ist sehr stark, überdurchschnittlich stark im DAX. Und da auch hier gleiche Situation, schöne Korrektur, aber aktuell noch kein Long-Signal. Und hier zeige ich mal ein Long-Signal, was ich nicht gekauft hätte. Wir haben hier zwar eine schöne Korrektur, aber an dieser Stelle, wo jetzt dieser grüne Pfeil liegen würde, bin ich auch nicht rein, weil das letzte lokale Tief von zwei Tagen zuvor eigentlich schon wieder sehr weit entfernt liegt und damit ist es mir einfach auch nicht mehr
günstig genug. Da kann ich dann gleich warten, einfach das neue hochzukaufen. Ist dann auch charttechnisch, sage ich mal, sinnvoller. Bin hier nicht investiert und warte hier auf eine Gelegenheit. ArcelorMittal, auch Schwäche, aber auch keine Situation aktuell. Ich hüpfe nochmal rüber in den S-DAX, weil ich könnte hier stundenlang Aktien scannen, aber ich zeige nochmal kurz ein paar Extreme aus dem S-DAX. Hier findet man ZOOplus mit einer extremen Stärke gegenüber den letzten 27 Wochen, hat einen Faktor von 1,4, was selten ist. Aber auch hier kein neues Setup bisher. Patrizia hatten wir schon besprochen. Da heißt es kleine Kerze abwarten. Und wenn ich runtergehe zu einem schwachen Kandidaten, finde ich MLP, die fast am Aussterben ist, und witzigerweise Borussia Dortmund, die ja auch immer wieder in aller Munde ist, die auch sowohl sportlich schwächelt als auch logischerweise dann charttechnisch. Wir haben ja kürzlich ein neues Tief markiert. Heute springt die Aktie wieder nach oben. Wenig verwunderlich nach dem, glaube ich, 3:0 Erfolg gegen den FC Freiburg. Also das ist eine Aktie, die sehr emotional getrieben ist, rein charttechnisch betrachtet. Würde hier unter dem heutigen Tagestief aber durchaus ein neuer Verkaufstrigger zu liegen kommen, mit dem ich auf längerfristig neue Tiefs setzen könnte. Ich soll mal kurz nachschauen, mein Gewinn pro Aktie bei dort, BVB. BVB, wo bist du? So, Borussia Dortmund. Gewinn die Aktie. Ja, ist 2014 voraussichtlich wieder stark gefallen. Und daher wieder fundamental das auch in Ordnung gehen, diese Aktie zu shorten. War 2013 noch auf einem Hoch. Wenig verwunderlich nach den sportlichen Höhenflügen. Ob das hier die kostenpflichtige Drehsignalplattform ist? Ja, ist die kostenpflichtige Version. Gibt aber auch eine Webversion, die kostenfrei ist für EUD-Daten, beziehungsweise im Basispaket, glaube ich, ein paar Euro im Monat kostet. Und für solche Sachen sehr zu empfehlen ist. Ob ich das Positionstrading auch mit CFDs realisiere, wegen den Finanzierungskosten, die ja bei Long-Positionen auftreten können. Ja, ich bleibe aktuell noch bei CFDs, aus dem Grund, weil es aktuell noch in der Experimentalphase ist bei mir. Aber auch deswegen, weil ich mit CFDs einfach mein Kapital breiter streuen kann, aufgrund des Margin-Handels. Ich muss jetzt nur 5-10% hinterlegen für die Aktie. Und die Finanzierungskosten halten sich da absolut in Grenzen. Wenn ich jetzt rechne, ein Handelsvolumen von 5.000 Euro bei 3% per annum sind das aufs Monat gesehen 12,5 Euro, die ich für eine Long-Position zahlen müsste im Ausmaß von 5.000 Euro. Bei 10.000 Euro sind es dann 25 Euro im Monat. Das ist insofern ein sehr geringer Preis für den Luxus des Margin-Handels, als dass ja auch die durchschnittlichen Gewinne weitaus größer ausfallen im Vergleich zum kurzfristigen Swing-Trading. Und hier die Kosten weitaus weniger ins Gewicht fallen als bei Handel auf 4 Tage, wo es knallhart und auf jeden Cent ankommt. Aber natürlich sollte man trotzdem darauf achten, möglichst effizienten Broker zu wählen auch. Und wer das Kapital hat oder eben nicht so breit streuen möchte, ist damit Aktien sich auch gut bedient. Werde ich mir langfristig natürlich auch ansehen. So, wenn Sie noch Fragen haben, her damit. Ich wäre nämlich sonst eigentlich am Ende für heute und würde mich dann daran machen, dass diese neue Strategie auch schriftlich auszuarbeiten für Sie. Das nächste Webinar, ja, das wäre geplant in 7 oder 14 Tagen. Das muss ich noch abklären mit der netten Dame von Gommotrader, die hier die Webinare, die uns dankenswerterweise veranstalten lässt. Puh, wie viele Webinare es schon gegeben hat, das muss schon in die Dutzende gehen. Aber es ändert sich ja auch in unregelmäßigen Abständen etwas, Kleinigkeiten an der Strategie. Von daher ist es eigentlich nur mehr wichtig, die jüngsten Webinare zu kennen, beziehungsweise die Niederschrift zu kennen, die ich ja auch schon eingestellt habe. Ja, auch davon gibt es Aufzeichnungen, die kann ich Ihnen dann gerne im Anschluss schicken. Sie finden sie entweder in dem verlinkten YouTube-Kanal, den ich schon eingestellt habe, da sind die jüngsten drin.
und die älteren sind auf meiner mittlerweile nicht mehr gepflegten Website. Ja, ich habe den Link schon eingestellt, ich stelle ihn jetzt nochmal ein, da ist der YouTube-Kanal von uns. Und unter diesem Link sind die Uraltaufzeichnungen. Abgesehen von Ihren heutigen Präferenz wäre Münchner Rück grundsätzlich ein Kandidat für einen Swing Trade. Ja, absolut. Also hier, wenn das heute zum Beispiel eine kleine bullische Kerze wäre, würde ich das schon kaufen. War auch gestern. Hätte ich hier das Stop-Buy-Order gelegt, wäre aber nicht ausgelöst worden. Heute wäre die Order zu stornieren, da es ja eine kleine bearische Tageskerze ist. Und sollte hier wieder eine kleine bullische auftauchen, ist das durchaus ein brauchbarer Long-Kandidat. So, was mich angeht, war es das für heute. Ich hoffe, der ein oder andere konnte wieder was mitnehmen, was Nützliches. Mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht, auch wegen der neuen Strategie, an der ich definitiv dranbleiben möchte. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht kann ich den einen oder anderen ja beim nächsten Webinar erneut begrüßen, wo wir sicher wieder ein paar kleine Verfeinerungen ja, anwenden werden und ich vielleicht mit einem kleinen Backtest auch aufwarten kann, wie sich das in der Vergangenheit entwickelt hätte, weil bis wir hier wirklich eine ausreichende Datenmenge haben, jetzt wird es ein paar Monate dauern mit echten Trades, aber es ist auch schön zu beobachten und schön spannend, wie sich das entwickelt. Feedback und Fragen bitte an hinterleiten@bogdil.de. Ich antworte so schnell es geht. Danke nochmal an Christian Schneider für den Beitrag und ja, allen anderen sage ich schönen Feierabend und viel Erfolg beim Traden.